So, liebe YouTuber, im ersten Video haben wir das Fahrrad montiert und zusammenfassend kann jetzt gesagt werden, das Fahrrad haben jetzt auch mal Probe gefahren und so in diesem Zustand ist das Fahrrad nicht wirklich sehr gut zu gebrauchen. Aber wir werden das Fahrrad nachbessern. Also die eigentliche, das eigentliche, wo es also die Elektronik, die ist eigentlich ganz gut. Da gibt es nichts zu sagen. Aber das Rumherum, das, die Schaltung zum Beispiel, es ist ganz wichtig in Verbindung mit der Elektronik, dass die sich ergänzen, die Schaltung mit dem Elektroantrieb. Und das ist ganz schlecht abgestimmt. Die Teile rumherum sind sehr billig, aber der Rahmen ist sehr gut, die Batterie ist gut, der Hinterradnabenmotor ist sehr gut, alles ist gut. Die Kette ist sehr schlecht. Das Schaltwerk und das hintere Zahnkranz ist eigentlich, das ist, sagen wir, auch zählt zu den, ist zwar Shimano, aber ist die Anfangspreisstufe. Das heißt, das mit das Billigste, was es gibt, aber selbst das funktioniert eigentlich bei Shimano, wenn man als ganzes Paket, also die ganze Einheit von denen nimmt, was jetzt hier nicht von Shimano ist zum Beispiel, Zahnkasse Shimano, Schaltwerk Shimano, aber die Kette ist nicht von Shimano und die vordere Kurbel ist nicht von Shimano. Und das wirkt dann kontraproduktiv, dass dann Shimano dann einfach die Qualität nicht zu 100% hergeben kann von den Teilen, auch wenn sie billig sind. Funktionieren sie trotzdem, wenn in Verbindung alle Shimano Teile von Shimano dann sind. Und das werden wir jetzt, wir werden, wie gesagt, das Fahrrad nachbessern und dann, ja, dann wird alles zufriedenstellend funktionieren. Aber im Moment noch gebe ich so die Note ausreichend. Den Lenker, den werden wir auch verändern. Und zwar nichts, spricht so eigentlich nichts gegen den Lenker, bis auf der Lenker ist zu kurz. Also es gibt eine gewisse Länge, eine Wohlfühllänge bei Lenker. Die ist liegt so bei 58, 60. Der Lenker hier hat glaube ich 58, also ich muss mich verbessern. Ja, der hat knapp 58 oder knapp drunter. Auf jeden Fall muss der Lenker auf Minimum 60 bis, 6, bis 62 Zentimeter muss der ausgetauscht werden. Dann hat man einfach über das Fahrrad besseres Gefühl, besseres Lenkgefühl, mehr Sicherheitsgefühl. Das ganze Fahrrad fährt sich dann anders, man fühlt sich viel sicherer drauf. Deswegen werden wir den Lenker auch austauschen. Dann habe ich zur Sicherheit, dass ich auch keinen Blödsinn rede, habe ich, ich habe noch ein anderes Klapprad ohne Elektroantrieb. Habe ich dann gerade mal, bevor ich das hier drauf gesprochen habe, habe ich das verglichen und das hat sogar 630, wir sind von dem Mountainbike her 620, also 62 cm sind wir gewohnt und das Klapprad, das hat sogar 63 cm Länge und das fühlt sich sehr, sehr gut an, wenn man damit fährt. Also hier, das ist auch einfach in China, wenn man Lenker macht zwischen 56 und 58, spart man eben viel Geld bei der Menge. In China werden viele, viele Fahrräder produziert und da auf so eine Jahresposition ist wirklich eine Menge Geld, wenn man spart. Dann kann man das auch ein bisschen verstehen. Das Fahrrad insgesamt war ja auch sehr günstig. Für 570 Euro kriegt man eigentlich gar nicht die Teile für gekauft. Ja, das ist einfach nur möglich, weil jetzt dahinter Medium steht, in Verbindung Medium, China-Produkt. Nur so ist das einfach möglich, weil die auch die Marge da sehr gering halten. Da, obwohl ich jetzt meine, das Medium an dem Fahrrad gar nichts verdienen kann eigentlich. So in dieser Form mit der Ausstattung rumherum werden die Kunden, die sich nicht so gut auskennen wie wir, werden doch dann relativ den Service anrufen und sich die Sachen irgendwie, muss das ja dann, das funktioniert einfach so nicht wirklich. Aber ist für uns kein Problem, muss ich sagen. Wir werden jetzt aus dem Fahrrad noch ein gutes Produkt rausmachen mit eigentlich wenig, recht wenig Aufwand. Noch so 2-3 Stunden Arbeit werden wir da investieren müssen. Aber wir haben schon einiges gemacht. Die Kette musste gekürzt werden, weil die Kette, übrigens habe ich auch ganz vergessen, die sprang immer ab. Die haben wir gekürzt und ja, schon sehr erfolgt. Jetzt springt der Kette eigentlich so gut wie nicht mehr. Aber auch das wird alles abgeschafft, wird alles 100% nachgebessert.
Geräusch. Das ist falsch. Wiederkommen. Das ist kein Pferd, das durchgeht. Das ist nicht so wild wie ein Pferd. Okay, das reicht. Das reicht. Okay. Macht Spaß? Ja, ich zeige Ihnen das. Vielleicht zeige ich Ihnen das gleich. Okay.